Alright, dann legen wir los. Ja, gern. Viel gut Podcast mit der Maya Brunner. Und wir haben ein paar Mal müssen verschieben. Aber ich bin so froh, dass es geklappt hat. Eine grosse Ehre, dass du da bist. Es ist mir auch ganz eine grosse Freude, weil ich habe mich so ein bisschen gefragt, so ein junger Mensch, wie du bist. Du bist natürlich für mich sehr jung. Was interessiert ihn an einer älteren Dame, die ja eigentlich erfolgreich, ganz erfolgreich war, wo du gar noch nicht auf der Welt warst. Dort hat mein grosser Erfolg eigentlich angefangen. Und ich freue mich sehr jetzt auf diesen Talk und ich bin gespannt, was du mich so alles fragst. Das bin ich auch, weil ich, wie du selber bemerkt hast, ich habe keine Notizen, sondern wir schauen einfach, wo es durchgeht. Und ich habe eigentlich gemerkt, der Christoph und du hätten fast müssen den Talk machen, weil die kennen euch aber schon länger. Wir haben natürlich, eine Vergangenheit miteinander. Wir haben doch ein paar Sachen schon erlebt. Er ist ja damals bei der Schweizer Illustrierte, ist er lang gewesen. Und das ist eben, sagen wir mal, meine Hauptzeit gewesen, wo er auch in diesen Medien war und wo er viel berichtet hat und auch viel Anlässe dabei war, an vielen Premieren dabei war und immer ein bisschen gefragt hat und ein bisschen geschrieben hat. Also nicht nur ein bisschen, sondern recht tolle Sachen hat er auch mal gemacht. Ja. Monte Carlo, wann kam ich auf Monte Carlo? Ja, das war ein Highlight. Das war wirklich im 91. Dort habe ich einen Preis bekommen für den Most Selling Female Artist in der Schweiz. Yes. Also ich habe am meisten CDs, also es ist noch lange Spielplatten eigentlich. Nein, im 91 hat es schon CDs gegeben. Yeah. Ich habe einfach am meisten Tonträger verkauft in diesem Jahr. Und der Preis hat mich auch wahnsinnig gefreut, weil es ist ein echter Preis war. Es ist nicht darum gegangen, dass irgendjemand angerufen hat oder eben nicht, es ist ein Fakt gewesen. Yeah. Und ich habe das wie zu wenig damals eigentlich genossen gehabt. Ich habe gar nicht gewusst, was das bedeutet, weil das in die Status Quo sind die gewesen, damals erste allgemeine Verunsicherung, Stansfield, Matthias Reim, also Weltgrössen sind dort, David Hasselhoff sind vor Ort gewesen. Gerade nachdem er die Mauer zu Fall gebracht hat. Ja. Ganz genau, das ist natürlich im 89, im 91 ist er natürlich riesige Höhe im Kurs gewesen. Yeah. Und ich habe mit diesen Leuten auf der Bühne auftreten, auf der gleichen Bühne, und das war schon eine grosse Ehre gewesen. Muss allerdings dazu sagen, Volksmusik damals, so Ende 80er, Anfang 90er Jahre, ist noch so immer noch ein bisschen belächelt worden. Der Hype, der jetzt drum eigentlich stattfindet, der ist dort überhaupt nicht gewesen. Und eben, der Christoph Soltmanowski hat dort einen Bericht gemacht, in der Schweizer Illustrierte. Und dann ist dann noch ein Bild gekommen im Blick mit dem David Hasselhoff von mir. Aber das war's dann. Also, es hat nicht gross jemand Notiz davon genommen, dass ich den Preis bekommen habe. Das hat sich dann geändert, wo in den Folgejahren der Andreas Vollenweider den Preis bekommen hat und so. Eben Grössen, die man halt dann anders beachtet hat als damals. Und damals hat es mich mögen, gebe ich ganz ehrlich zu. Yeah. Heute, wenn ich zurückschaue, denke ich, ist okay gewesen. Aber damals ist man eben so ein bisschen lang belächelt worden. Und das hat mich damals in dieser Zeit schon ein bisschen mögen. Inwiefern hat es die mögen? Ja, weil man einfach eben so ein bisschen Schlagertusserli, das ist nicht wirklich, oder? Das ist nicht so beachtet gewesen. Mm. Und man ist einfach immer ein bisschen in die Schublade abgeschoben worden und das ist manches Jahr gegangen. Und bis eigentlich eine Anerkennung gekommen ist an das, was man macht, was ich auch gemacht habe, ist doch eine rechte Zeit vergangen, weil ich habe dann doch müssen beweisen im Prinzip, die kann ja singen, die kann ja das machen, die kann ja das, die trällern nicht nur umeinander. Yeah, yeah. Und ich will heute aber sagen, ich will Menge mal sagen, singen doch mal sauber einen Schlager, tun doch mal ganz sauber richtige Töne aneinander singen, weil ich finde Blues und Rock bin ich mega Fan, aber
für mich persönlich ist das heute immer noch einfach zu singen, weil dann kann ich Töne anschleifen und ich kann beide Genres bedienen, also ich kann beides singen. Und dann kann ich ruhig ein bisschen ausbrechen und so. Bei den Schlager musst du einfach ganz super Töne bringen und sonst singst du einfach einen Schmarrn, oder? Und singst falsch. Und eben, ich finde sowieso, Urteile über ein Genre finde ich eh falsch. Lönnt doch jedem das, was er gerne hört, das, was er gerne macht und nicht schnöden über die anderen. Nein, absolut. Und ich verstand sehr wohl, was du meinst mit super Schlager singen. Weil, also gut, ich mache Comedy und ich singe nicht wirklich. Aber ich habe schon zwei, drei Mal irgendjemand gesungen. Und ein richtiger Popsong ist die Hölle für mich. und Schlager war auch die Hölle für mich. Irgendein Rocksong, ja, da kann man noch ein bisschen pressen, kann man noch ein bisschen schleifen lassen. Ganz ist genau. Kein Problem. Jazz geht auch noch. Absolut. Dort kannst du auch noch ein bisschen variieren. Das kann ja dann mal ein Halbton nebeneinander sein. Und, das meine ich. Ja, und Schlager ist halt wirklich ganz genau. Ja. Auch wenn es nur den Tonleiter angeht, aber den musst du einfach treffen. Und wenn du sagst, du hast dort nicht so richtig können geniessen, ist das gesehen, weil so viel los war oder weil du selber irgendwie... Irgendwo hat mir wie auch, ich glaube, die Selbstsicherheit hat noch ein bisschen gefehlt damals, weil das ist vier Jahre nach dem Grand Prix gewesen und ich bin in der Schweiz umeinander und so und plötzlich grosse, weite Welt, Monaco, also wirklich der Prinz Albert im Saal und alles, wirklich eben... Das war ganz eine andere Währung gewesen. Und ich bin mich das natürlich nicht gewöhnt gewesen und hatte lauter die Stars um mich herum und habe mich einfach wirklich wie ein kleines Würstchen gefühlt, wo dort jetzt mal mitmachen darf und habe das nicht richtig genossen. Wenn ich das heute könnte erleben, wäre es natürlich anders, weil ich sage nicht, dass ich grösser bin als damals oder bekannter oder berühmter. Aber ich selber hätte sicher eine andere Selbstsicherheit, um auch mit diesen Stars zum Teil in Kontakt zu kommen, mal jemanden ansprechen oder so. Das habe ich natürlich damals überhaupt nicht gehabt. Ich bin wirklich in meinem Eckli gehockt und habe mich eigentlich nicht gerott und nur gestaunet, wie ein Kind. Das habe ich aber gerade vorher so spannend gefunden, wo der Christoph und du noch schnell vor der Aufnahme geschwätzt haben, ist... Eben, man ist selber an einem Riesenpunkt und trotzdem gibt es dann Leute, die für einen noch viel weiter und grösser sind und man dann eben irgendwie, wie du sagst, wie ein kleines Kind dann wieder ist, oder? Es sind immer noch Weltstars, sind auch heute für mich. Yeah. Also ich glaube kaum, ich würde mich getrauen. Dann Stacia habe ich getroffen im Fernsehstudio, wo wir... Für den «Schwarze Hecht» sind wir dort auftreten, wo wir eine Promotion gemacht haben für den «Schwarze Hecht». Und dann war sie in dieser Sendung, ich glaube, sie war «Hello Again». Ja. Und ich bin natürlich erstarrt, weil Anastacia ist für mich erstens eine ganz wahnsinnig tolle Sängerin, eine tolle Person. Und sie ist dann aber auf uns zugekommen. Und hat mit uns geredet, eben ganz normal, wie man sagt. Yeah. Das ist ja das, was mir viele Leute sagen, wenn sie auf mich zukommen in der Schweiz. Und sagen, Jesus, Frau Brunner, dürfen wir Ihnen mal und so? Ja, Sie sind ja ganz normal und so. Und dann denke ich, ja, ich bin eigentlich wirklich ganz normal. Ich bin ja nicht etwas Spezielles. Das ist im kleinen Rahmen natürlich, wie die Leute auf uns zukommen, wirst du auch erleben, wenn Fans kommen und ganz scheu fragen, dann sind wir für sie ganz grosse und für mich sind natürlich nach wie vor Weltstars ganz grosse, wo ich mich kaum würde getrauen, aufs Zugehen. Eben, wie gesagt, heute wäre das wahrscheinlich ein bisschen anders, als das früher war, aber es ist immer noch ein grosser Respekt natürlich da, nicht vor allen. Es gibt auch Weltstars, wo ich finde, sie können nichts. Also, da sind wir ganz ehrlich. Es gibt Tätige, wo ich einfach wirklich unglaublich bewundere für das, was sie machen. Und andere, wo ich denke, nimmt mich eigentlich Wunder, warum wir so bekannt sind. Aber das gibt es überall. Ja, und was ich gemerkt habe, ich habe lange bei Energy geschafft und dann hat es ja auch immer die grossen Events gegeben und dann kommen auch alle möglichen Stars und dann triffst du halt einen nach dem anderen, machst ein Interview und Es hilft eben eigentlich zu merken, dass die auch alle normal sind und dass jetzt wirklich da eine kleine Mutter steht und da irgendwie ein kleiner Familienvater und so weiter und so fort, wo einfach irgendwie die Verbundenheit wieder
wieder bringt. Ja, und ich glaube, eben gerade wenn es um die Themen dann geht, wenn Eltern da sind, wenn eine Sängerin Mutter ist oder ein Sänger Vater oder ein Schauspieler, dann wenn du auf die Themen zu reden kommst, das ist wie wenn du mit dem Herr Meier neben zuredest. Also es ist völlig normal. Ich glaube, Menschen grundsätzlich, das muss man irgendwann einsehen, haben all die gleichen Bedürfnisse. Sie haben Liebe, Anerkennung. Und das ist eigentlich mal Hauptantrieb von allen. Und wenn du das überkommst und wenn du auch Anstand dem anderen gegenüber, Anstand und Respekt zeigst, dann sind eigentlich die Menschen mehr oder weniger gleich. Es gibt immer ein paar Dschumpel zwischen denen. Also. Ja. Aber erstaunlich ist, dass die Dschumpel meistens die sind, die eben nicht so gross sind, sondern die, die irgendwie die, die sich sehr aufblustern. Genau, die, die irgendwie die Ellbögen ausfahren und irgendwie zeigen, dass sie jemand sind. Eben, sie suchen im Prinzip auch die Anerkennung, die sie noch nicht bekommen haben, und darum tun sie blöd. Ja. Ja, aber man muss das eben auch irgendwo... Ja, ich hoffe, du realisierst es ein bisschen früher als ich. Ich habe lange gebraucht. Ja, aber was du vorhin gerade gesagt hast, eben, dass man sich dann so klein fühlt. So habe ich mich gefühlt, als ich bei Hello Again zu Gast gesehen bin. Zum Beispiel du bist dort gesehen. Das ist mir heute noch... Und ich frage dich dann noch, wer sind sie? Nein, es ist furchtbar. Nein, aber es ist ganz nettes Gespräch. Ja, genau, total. Backstage gesessen. Wir sind allein eigentlich in dem Ding gewesen. Und ich habe einfach gedacht, das ist ganz ein herziger, junger Mensch dort, ein sympathischer. Wer ist das echt? Weil eben, ich bin natürlich nicht mehr ganz so auf dem Laufenden, wie ich früher war. Also es zeigt, was für ein offener Mensch du bist, dass du dann mich angesprochen hast. Ich habe mich zum Beispiel nicht getraut. Ja, eben siehst du, ist anscheinend gleich. Ja, das spielt bei dir in dem Fall auch. Natürlich, natürlich. Also eben, man wird mit der Zeit ein bisschen lockerer und entspannter. Ja. Aber ich hatte gedacht, vielleicht, keine Ahnung, brauchst du die Ruhe oder willst du schnell für dich sein? Oder wie auch immer. Und das hat mich sehr gefreut. Mir auch. Ja, mir auch. Dass ich mich getraut habe. Obwohl ich auch an und für sich auf der Bühne ja oft sehr... Ich bin sehr kommunikativ und kann sehr gut auf die Leute zugehen. Aber als Sängerin, als Entertainerin, als Bühnenmensch. Im privaten Bereich bin ich immer eher zurückhaltend gewesen und bin nicht so einfach auf die Leute zugeschossen. Es ist bei mir genau das Gleiche. Und was ich spannend finde, ist, dass die Leute eine gewisse Erwartungshaltung haben, dass, weil man eben auf der Bühne steht, dass man dann halt auch, keine Ahnung, in ein Restaurant kommt und eben so findet, da bin ich jetzt. Es gibt leider ja, gerade in der Comedy-Szene gibt es ja ein paar Beispiele, die genau das haben. Die das Gefühl haben, vielleicht weißt du, von wem ich rede, und ich weiß es auch, aber ich sage keinen Namen, die müssen reinkommen und bis nicht dahinter, letzt im Restaurant, weiss, dass sie da sind, geben sie keine Ruhe. Und immer das Gefühl haben, sie müssen lustig sein. Das ist so streng, weil man verlangt ja vom Zahnarzt auch nicht, dass er neu mit immer gerade den Bohrer vorne nimmt. Also, irgendwo. Nein, es ist so, eben die Erwartung, du musst immer gerade, oder lustig sein, wenn du, im Gegenteil, ich denke gerade in deinem Genre, wenn du Leute nicht beobachtest, dann lehrst du, dann kannst du auch nichts umsetzen. Also du musst ja mal ein bisschen die Leute studieren, um nachher können Komik rüberbringen. Definitiv. Eben. Definitiv. Und ich glaube, dass der Teil auch eher introvertierter ist, dass man eben sich eher ein bisschen zurückhaltet, damit die Geschichten passieren und damit man nicht von Anfang an Hauptteil von der Geschichte ist. Weil sonst nutzt sich das extrem ab. Also, denke ich auch. Was erzählst du denn? Ich bin in ein Restaurant gegangen und bin der Lustigste gesehen. Das ist ja dann keine Geschichte, oder? Aber es gibt wirklich, ja. Wie ist das denn bei dir gesehen in der, ich sage jetzt, Übergangsphase, klingt so blöd, aber wo du mehr auf der Bühne bist, hast du dann gemerkt, wie du privat dich veränderst, eben zurückhaltender wirst oder doch offener? Nein, am Anfang habe ich es natürlich unglaublich genossen. Yeah. Weil ich habe
mit 16 Jahren angefangen Musik zu machen. Also ich war in Bands, immer eigentlich neben, ich habe die Handlung gemacht, ich war Sekretärin 20 Jahre und habe nebenzu immer Musik gemacht. Und immer mit Bands bin ich zusammen und unterwegs und bin Sängerin von einer Band und da kannst du das als Instrument quer durch den Garten halt ziemlich alles, was so in den Hitparaden ist und mit Swingbands bin ich auch unterwegs. Darum habe ich an und für sich ein relativ breites Repertoire. Und wo dann das passiert ist mit dem Grand Prix der Volksmusik im 87, ist natürlich von einem Moment, kann man sagen, das, was ja sich alle wünschen. Du, irgendwann ist mal ein Manager im Publikum, der mich entdeckt, irgendjemand Dancing oder so. Ist 20 Jahre nicht passiert. Und dann passiert es, und zwar auf einer ganz anderen Ebene, als ich vorher gesungen habe. Weil ich bin mit Rhythm and Blues, mit Soul, mit eben Hip-Paraden damals, also 70er, 80er Jahre bin ich unterwegs gewesen. Und dann passiert es im volkstümlichen Bereich durch meinen Bruder damals. Und das war ganz eine andere Welt dann gewesen, aber ich hatte eine Chance gehabt, plötzlich mein Hobby zum Beruf zu machen. Zwar nicht genau mit der Musik, die ich vorher gemacht habe und wo ich eigentlich eher ein bisschen gefunden habe, ich weiss nicht, ob das meine Musik ist. Aber ich habe gedacht, doch, jetzt nehme ich die Chance wahr. Und habe auch riesen Spass bekommen, weil ich habe gemerkt, die Leute fahren darauf ab. Ich bringe eine gute Stimmung, ich kann das gut, ich kann gut mit den Leuten umgehen. Und plötzlich bin ich über Nacht, eben, es heisst ja dann immer, sie ist über Nacht berühmt worden, das ist natürlich nicht so. Es ist 20 Jahre lang vorher eine Vorbereitung gewesen und dann plötzlich klopft es. Aber auf den Klopf wartet ja eigentlich jeder, der auf der Bühne ist. Und der ist dann passiert. Und ich habe das genossen, unglaublich, dass mich die Leute plötzlich beachten, dass die Presse anfragt, dass es Interview gibt und alles. Und diese Beachtung war natürlich wunderbar gewesen. Ich bin berühmt, man hat mich gekannt. Der Soltmanowski kommt. Der Soltmanowski kommt und will ein Interview. Und das war ganz, ganz schön gewesen. Also das habe ich unglaublich genossen. Das habe ich auch ein paar Jahre genossen. Und dann hat man dann irgendwann, merkst du ja, dass es eigentlich nicht hauptsächlich um das geht, was du machst auf der Bühne, sondern es geht um das, was du rundherum bist. In welcher Beziehung du bist, wie der Status von dieser Beziehung ist, wie du wohnst, mit wem du verkehrst, was du gern isst, was du anlegst. Und dann fängt es an, ein bisschen strenger zu werden. Und mich hat ich habe letztens mit jemandem einmal geredet über meine vergangenen Jahre, über meinen Beruf und alles. Ich habe gesagt, ich habe singen immer über alles geliebt. Auftreten habe ich immer wahnsinnig geliebt. Ich habe das gerne gemacht und mache das heute noch gerne. Aber wenn ich zurückdenke, wie manchmal ich eigentlich daheim gehockt bin, jetzt bist du zu dick für das Kleid, jetzt kommst du am Samstag nicht in diese Hosen rein, jetzt hast du Fernsehen und die Frisur sitzt nicht, weil die Leute haben wirklich, regelmässig war der Kommentar Fernsehauftritt. Es hat kein Mensch gesagt, du hast, dein neues Lied ist super. Du hast super ausgesehen oder du hast bleich ausgesehen, hast abgenommen, hast zugenommen. Du, aber das Kleid ist dir nicht so gut gestanden. Hey, der Hosenanzug war super gewesen. Das waren Kommentare. Und dass ich heute dem nicht mehr so stark ausgesetzt bin, muss ich dir sagen, da bin ich glücklich. Weil das ist 40 Jahre, das ist eine Belastung. Da kann dir wahrscheinlich jeder auf der Welt, der auf der Bühne steht, kann dir das gleich erzählen. Weil es geht eigentlich weniger um das, was du machst, als das, wie du optisch überkommst, was du sagst zum Beispiel jetzt. Du hast ein gutes Interview gegeben, du, das hättest du gescheiter nicht gesagt oder so. Du wirst eigentlich immer vor allem über die Optik bewertet und das ist belastend. Das hat mich. Und das merke ich erst jetzt im Nachhinein, wie sehr mich das belastet hat. Das ist ein spannender Punkt, wo ich mir so noch nie überlegt habe. Aber gerade, wo du das jetzt erzählt hast, ist mir eingefallen, wie ich kürzlich mit einem Kollegen bei seiner Mutter daheim gesehen bin und dann ist noch irgendwie die Nachbarin gesehen.
Und dann ist es auch darum gegangen, ja, ich habe also zu ihm, ich habe die letzte Woche am Fernsehen gesehen, aber die Schuhe habe ich nicht gut gefunden. Das ist wirklich das Einzige, gesehen, ja. wo dort ja. quasi das Feedback gesehen ja. ist. So. Du bringst eine Leistung, du tust dir ein Programm, du tust ein Programm kreieren, du tust singen, du schaust, dass deine Stimme da ist, du schaust, dass alles funktioniert. Und der Kommentar ist dann eben, die Schuhe haben nicht was. Mhm. Wie frustrierend ist das eigentlich? Aber im Moment, all diesen Jahren habe ich das nicht so stark empfunden, wie jetzt, wenn ich in der Rückschau, yeah. denke ich manchmal, das war eigentlich ein Horror gewesen. Mhm. Du hast jede Woche hast auch geschaut, schau auch mit dem Gewicht, ich bin immer ein Mensch gewesen, Jojo. Ich muss, seit ich ein kleines Baby bin, ich bin ein dickes Kind gewesen, ich bin ein dicker Teenager gewesen, ich muss immer schauen. Auch heute noch, ich muss schauen. Mhm. Und der Stress über all die Jahrzehnte, einfach immer wissen, das darfst du jetzt nicht essen und oh nein, das solltest du auch nicht und oh, jetzt hast du wieder ein bisschen zugenommen. Und es kommt dann auch postwendend, hast du ein bisschen zugenommen, hä? Mhm. Und oder? Und dann wieder, es ist einfach immer, der Stress wollen gefallen, ist yeah. eigentlich völlig gaga. Weißt, eben, das ist auch vielleicht mit dem Älterwerden ein bisschen weniger streng, obwohl ich bin nach wie vor eitel und das wird natürlich mich, solange ich auch auf der Bühne bin, wird mich das begleiten. Ich meine, ich wäre katzgrau, aber ich bin noch nicht so weit, ja, dass ich dazu stehe. Es geht einfach noch nicht. Ich finde, solange du auf der Bühne bist, musst du auch ein bisschen etwas verkörpern und ja, das doch noch, das könnte ein bisschen aufschauen und sagen, mol, die ist aber noch zweig und so, sieht noch einigermaßen gut aus. Ich finde, das ist für mich wie ein bisschen eine Verpflichtung. Ja, aber was schon mal sehr essentiell ist, dass du die Reflexion hast. Mhm. Also weißt du, dass du das erkennst ja, und auch offen kannst sagen. Ja, natürlich. Weil das macht schon mega viel aus. Eben, und heute kann ich das. Das hätte ich vor 10 Jahren wahrscheinlich und Jesus Gott, vor 20 Jahren nie gesagt, oder? Dass das an und für sich ein starker Druck ist, wo, und ich bin sicher, der lastet auf allen. Mhm. Also, und heute haben wir ja das wunderbare Body Positivity. Mhm. Ja, da habe ich halt auch meine ganz eigene Meinung dazu, weil ich weiss nicht, ob die alle so glücklich sind, wo so unglaublich positiv jetzt plötzlich finden, mal, wir sind alle unglaublich toll und auch mit 200 yeah. Kilo ist mir, und ich tue gar nichts gegen, also ich will das gerade jetzt da ganz klar sagen, das ist nicht Menschen, die Übergewicht haben oder so, das ist gar nichts gegen sie. Ich kenne das Problem unglaublich gut selber, yeah. also das ist gar nicht. Aber ich finde es einfach falsch, dass man jetzt alles plötzlich kehrt und sagt, mal, das ist alles toll, das ist alles in Ordnung, du musst dich lieben und so. Ich denke wirklich, schau gleich ein Stück weit für Gesundheit, und ich rede nicht von 10 Kilo mehr oder 20 yeah, yeah. Kilo von mir, sondern von viel mehr, wo jetzt plötzlich so propagiert wird, dass das alles in Ordnung ist. Ich finde es gesund, von der Gesundheit her nicht in Ordnung. Yeah. Und wenn ich das am Fernsehen oder so sehe, dann denke ich, ihr erzählt so einen Schmarrn. Ihr meint das nicht, weil ich weiss, wie das Gefühl ist yeah. und wie man sich unglücklich fühlt. Und darum, ja, aber eben, natürlich wird heute unglaublich viel aufs Optische gelegt, durch die ganzen Social Media Sachen. Schrecklich eigentlich. Ja. Yeah. Ja, ich habe das Gefühl, es gibt jetzt einen kleinen Trend, wo eben ein bisschen mehr zur Ehrlichkeit kommt. Das finde ich gut. Und das finde ich sehr gut. Ja. Bei Body Positivity verstand ich den Ansatz, weil Selbstliebe ist sehr, sehr wichtig. Das ist wichtig. Also da eben, dass man mich ja nicht falsch versteht. Ja, da habe ich das ja richtig verstanden. Das finde ich absolut auch wichtig. Aber ich verstand aber auch, das habe ich schon nur bei mir gemerkt, und das ist jetzt nicht mal um massives Übergewicht gegangen, sondern auf, sagen wir, grundsätzlich schlechte Ernährung und zu wenig Schlaf. Und dann habe ich mal von so einem Ernährungswissenschaftler einen ganz tollen Satz gelesen, wo er gesagt hat, gesund sein heisst nicht krank sein, sondern effektiv sich gut fühlen. Ja.
Und das ist etwas, was ich bis dahin nicht verstanden habe. Mhm. Also ich habe das Gefühl gehabt, ich bin so alle zwei Wochen so ein bisschen schnuppen und irgendwie so ein bisschen eben so. Einfach ja, Immunsystem, ja. Einfach immer so auf 10%. Ja, ja. Oder? Und danach habe ich gemerkt, aha, mit mehr Schlaf und mit ein bisschen mehr schauen, was der Nahrung mit einem macht, fühlt man sich effektiv besser. Und das ist dann ein Gefühl, das ich eben mir auch denke, wenn ich jetzt 50 eben, Kilo mehr hätte, ja. Wüsste ich nicht, wie toll ich es fände, jetzt mal die Stege zu nehmen statt dem Lift. Mhm. So. Absolut. Ja. Also eben, da bin ich auch, eben, ich sage du, und Selbstsicherheit und Selbstliebe extrem wichtig. Ja. Das ist wieder das Thema von vorher, Anerkennung und Liebe. Wir hätten nicht so viele furchtbare Sachen auf der Welt, wenn das Menschen alle überkämmten. Ja. Also, weil man sucht nach nichts anderes. Ja. Wenn man nämlich sich selber überlegt, was ist mir wichtig? Gut, es gibt immer noch Gierige und Machtbesessene, das ist nochmal wieder ein ganz anderes Thema. Aber grundsätzlich wär's das eigentlich. Ja. Und wenn man jetzt bei dir schaut, die 20 Jahre, wo du unterwegs gewesen bist, bevor dann eben so über Nacht es richtig losgegangen ist, bist du dort der Meinung gewesen, irgendwann passiert das? Oder hast du dich eigentlich schon damit abgefunden gehabt, so wie es jetzt ist, wird es immer sein und das ist irgendwie gut so? Ja, weil mit 15 habe ich gefunden, ich werde ein Riesenstar. Ja. Ich bin Sängerin und ich werde ein Star und irgendwann passiert es. Mhm. Und dann so mit 25 habe ich dann schon ein paar Jahre Band gehabt und es hat Spass gemacht und ich habe meinen Job gehabt und er hat mir Spass gemacht. Und mit 35 sowieso. Mhm. Und ich dachte, ja, das ist es jetzt. Also ich meine, ich bin dann 37 gewesen, ja, 36. Im 87, wo das passiert ist mit dem Grand Prix der Volksmusik. Und da habe ich überhaupt nicht mehr daran gedacht. Also das war für mich in Ordnung gewesen. Ich ging am Wochenende Musik machen. Und damals bin ich wirklich gerade beim Peter Schack gewesen, seiner Big Band. Das ist, er ist damals Radio, vom Radioorchester. Radio Beromünster. Jawohl. Ich hätte schon nicht mehr Beromünster geheissen. Urzeiten. Aber das ist, dort bin ich mit seiner Big Band unterwegs und das hat riesen Spass gemacht und bin einfach an meinen Job gehabt als Sekretärin und habe überhaupt nicht mehr an eine Karriere als Sängerin gedacht. Mhm. Und dann ist es passiert. Aber ich wäre auch eben, man weiss es nicht, wie das gewesen wäre, wenn es nicht passiert wäre. Dann hätte ich mein Leben anders gelebt. Aber ich wäre, glaube ich, nicht unglücklicher gewesen. Ich glaube, bei vielen Erfolgsgeschichten, die dann halt wirklich ein Leben lang gehen, ist es sehr oft eben auch die Zufriedenheit und Glücklichkeit zu finden, egal was passiert. Und dann durch magische, keine Ahnung, Zufall. Ja. Ich sag Schicksal. Also ich glaube an Schicksal. Ja. Ich glaube daran, dass du Chancen im Leben überkommst und du packst es oder du packst es nicht. Das ist dann dir überlassen. Aber ich glaube, es gibt Weggabelungen im Leben, wo du da oder da durch kannst und Wahl hast. Und, aber grundsätzlich eben Grundzufriedenheit und Grundglücklich, immer glücklich ist man nicht, aber ein gutes Lebensgefühl, das hast du oder hast es nicht. Also da bin ich überzogen. Und das habe ich schon gehabt, vor ich Maya Brunner in dem Sinn war. Ich habe meine Musik gehabt und die hat mir Spass gemacht. Ich habe meinen Beruf gehabt. Ich war in einer Beziehung, wo ich hat eigentlich mehr oder weniger alles gestimmt. Und wenn das nicht passiert wäre, ich weiss es nicht. Ja, aber ich nehme an, also du hast sicher noch viel mehr von denen gesehen wie ich, aber was ich so festgestellt habe, ist, dass im Normalfall die glücklicheren und zufriedeneren Menschen die sind, die sich nicht nur über die Karriere definieren, sondern halt eben auch gemerkt haben, aha, abgesehen von den zwei Stunden, wo man irgendwie zu oben auf der Bühne steht, gibt es nochmal 22 Stunden vom Tag. Absolut. Und was auch immer dort passiert, muss einem irgendwie auch zufriedenstellen. Absolut. Und ich denke gerade, wenn ich meine, da gibt es genug Beispiele eben auf der Welt, wo Menschen, die wirklich eben weltbekannt sind, die nicht mehr können fortführen, ohne dass sie sind nicht mehr sich selber, dass das nicht gut endet. Da haben wir ja genug Beispiele. Weil wenn das so omnipräsent ist und nur noch das,
es gibt dir ja nichts mehr, du hast ja nichts mehr sonst. Und eben, du trittst vielleicht auf und die zwei Stunden oder was auch immer. Und nachher ist aber Leben, es ist das Leben, der Alltag, wenn man so will, ist dann auch für dich da. Yeah. Und wenn du in dem unglücklich bist und nur, das ist das, was ich zwischendrin sage, jetzt habe ich 2 Monate, ich habe relativ einen strengen, nicht nur relativ, sondern sehr einen strengen Herbst und Winter gehabt. Mhm. Und nachher ist jetzt 2 Monate eigentlich nicht viel gelaufen. Und dann haben sie mich gefragt, hey, geniessest du es nicht? Und ich habe gesagt, nein, es klatscht kein Mensch, wenn ich daheim putze. Eben, also, wenn du nur noch das hast und nur noch auf den Applaus angewiesen bist und nur noch auf das, dann bist du ein armer Kerl. Weil es muss ja auch etwas nebenzu geben. Also eine Beziehung, Menschen, die dich glücklich oder zufrieden machen oder wo du einfach, ja, ein anderes Leben nebenzu. Ja. Ja, und was ich dann auch ab und zu merke, ist, Leute, die zu ehrgeizig sind, macht es dann eben wie kaputt in diesem Prozess. Weil eben, wenn dann so eine Chance kommt, dann sind sie wie zu verbissen haben einerseits Ansprüche an sich selber, was ja sicher gut ist, aber haben andererseits eben auch Ansprüche an, wie das jetzt dann muss rauskommen und was danach soll passieren, weil man eben so ehrgeizig ist. Und irgendwie, ich weiß auch nicht, es klingt so blöd, aber ich habe dann das Gefühl, die Energie, die übertreibt sich dann auch und die Leute nehmen das dann auch so ein bisschen wahr. Es ist eine negative Energie, ja, weil du willst dann etwas erzwingen. Genau. Ich habe zum Beispiel noch ein halbes Jahr weiter geschafft. Also, wo das passiert ist, mit dem Übernachtbumm, habe ich gesagt, ja, ich schaffe jetzt noch weiter, weil ich weiss ja nicht, wie das funktioniert. Yeah. Und habe dann wirklich meinen Job als Sekretärin erst ein halbes Jahr später aufgegeben und dann gesagt, ja gut, ich kann ja immer wieder zurück, wenn es dann nicht so funktioniert. Yeah. Es hat zum Glück funktioniert, aber eben, und der Ehrgeiz, den du jetzt sagst, kann ein Vor- und ein Nachteil sein. Ich bin manchmal, wenn ich ein bisschen zurückdenke, denke ich, hättest du ein bisschen mehr Ehrgeiz können entwickeln. Mhm. Weil ich bin eigentlich eher so ein bisschen, ich habe ja immer mein Schweizer Gärtchen gepflegt. Mhm. Ich habe eigentlich nie grosse Ambitionen gehabt, ins Ausland zu gehen. Weil das ist, ich tue nicht gerne reisen. Mhm. Und sobald etwas fremd ist, eben schon Monaco, das ist schon fremd. Ui, so viele fremde Leute und so viele fremde Gegend. Ich bin ein wahnsinniger Daheimhocker. Mhm. Und ich tue auch gerne den gleichen Weg spazieren, 100 Mal, weil ich weiss dann genau, wo es durchgeht. Mhm. Und darum habe ich meine Fühler nie gross ausgestreckt. Hat natürlich auch den Vorteil gehabt, eben, ich habe alles ein bisschen gekannt. Ich habe Medien, du kennst Medienleute, du kennst Fernsehstationen, du kennst alles, du bist mit allen auf du und du. Und ich habe mich immer sehr aufgehoben und wohl gefühlt in dieser Welt. Vielleicht, ich weiss es nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich mal ausgebrochen wäre. Natürlich zwischendrin, wenn ich einmal so ein bisschen deutsches Fernsehen geschaut habe und dann gefunden habe, ja, die kommt jetzt im deutschen Fernsehen. Ich bin nie im deutschen Fernsehen so gross in diesen grossen Sendungen gekommen. Ja, dann ist, weisst du, so nach dem Motto, ich will eigentlich auch gerne, aber ich will nicht schaurig viel dafür machen. Ja. Yeah. So. Yeah, yeah, und das irgendwann habe ich dann auch gesehen, ja, so geht es nicht. Entweder bemühst du dich jetzt um das, es liegt an dir, rauszugehen und Signal zu setzen, dass du das auch willst, oder sonst lass es sein. Und ich kann es sein lassen und bin nicht unglücklich. Also, wenn ich über alles hin zurückdenke, ist es, glaube ich, schon richtig gewesen. So. Yeah. Weil ich habe eine gute, kann man sagen, eine gute Laufbahn gemacht in der Schweiz und habe natürlich auch sehr viele Chancen bekommen. Also ich habe die Chance im 91 bekommen, die mir Hans Gmür damals gegeben hat, mit dem Seldwyla 91. Ist auf der Rigi ein Freilichtmusical gewesen. Dort war der Sepp Trütsch noch dabei gewesen. Und eben sie haben mir wirklich die Chance gegeben, ins Theater einzusteigen. Yeah. Und ich habe anscheinend das Talent gehabt. Und das hat dann zu einem zweiten Standbein geführt. Ich habe dann im 93 den Erich Vogt kennengelernt und das ist natürlich wirklich ein Glücksmoment gewesen, weil er ist so zu meinem Mentor geworden und was ich heute auf der Theaterbühne kann, das habe ich von ihm gelernt, weil er hat mir viel beigebracht, er hat mich auch immer wieder engagiert und das ist eigentlich wirklich zu einer zweiten Strasse geworden, neben dem Singen, Theaterbühne. Dann konnte ich Radiomoderationen machen. Und eben all diese Sachen, ich habe natürlich ganz viele Chancen bekommen, um das weiterzuziehen.
Und das habe ich auch genutzt. Yeah. Und das ist in der Schweiz, ja, mir hat das wie gelangt. Es war wunderbar gewesen, überschaubar. Und es ist auch heute noch, es ist nicht ein Ende absehbar in dieser Zeit. Solange ich, glaube ich, gesund bleibe und kann das machen, kann ich in diesen Sporten überall wirken. Letztes Jahr habe ich wirklich eine tolle Chance auch bekommen, wo auch das Strengste war, was ich in meinem Leben je gemacht habe. Das war The Masked Singer gewesen, in Switzerland. Also, wenn ich jetzt mit dem Wissen, das ich jetzt habe, nochmal angefragt würde, bin ich nicht so sicher, ob ich nochmal zusagen würde. Yeah. Aber es war eine unglaubliche Herausforderung. Also, und es hat mich auch gestärkt. Es hat irgendwo nochmal so einen Kick gegeben, wo ich gesagt habe, hey, mal, wenn du musst, kannst du noch. Und das war gar nicht so schlecht gewesen. Ja, also die paar Leute, die hier gesessen sind, bis jetzt, die dort mitgemacht haben, die erzählen alle das Gleiche, wie unglaublich anstrengend das ist. Ja. Also einerseits zum Aufwand von Songs einstudieren, jede Woche neu. Ja. Dann die Situation, dass du eben quasi vermummt bist. Also ich bin großer Klaustrophob und denke dann so, oh, ich weiß nicht, wie frei ich denn unter so einem Ding könnte sein. Hast du einfach und nicht darüber nachdenken. Yeah. Sobald du angefangen hast zu studieren, wenn die Maske gekommen ist, einfach nicht mehr studieren. Weil sonst trüllst du durch. Yeah. Weil mir ist ja auch immer, wir hatten so Personal Coach, immer mit einem Ventilatörli, weil es wird unglaublich heiß. Es wird in einer Sekunde heiß, stickig und dann sollst du singen. Aber eben, es hat mir ich bin nach 3 Sendungen habe ich den völlig Zusammenbruch gehabt. Ich bin daheim gsi und habe mir alles ausstudiert, was ich könnte anstellen, dass ich nicht mehr muss gehen. Also von Fussbrechen über alles. Ich bin völlig verzweifelt gsi und habe immer gesagt, lieber Gott, warum schickst du mir nicht Corona? Ich bitte dich drum. Ist nichts passiert. Ich habe immer wieder am Ende, bin ich wieder auf den Zug gelegen, auf den Flughafen. Und hast irgendwie meine 2 Stück gelehrt, wieder vom Donnerstag an Donnerstag heimgekommen, Freitag, Samstag, Sonntag die Stück gelehrt, am Montag wieder gegangen. Und habe wirklich, wirklich bei jeder Sendung gedacht, bitte, bitte, ich will rausgehen, bitte, ich will rausgehen. Und ich bin sonst, also in solchen Sachen bin ich ehrgeizig. Weil ich will schon gewinnen, wenn ich dann etwas mitmache. Und dort hat mich mein Ehrgeiz völlig verloren. Und immer hat sie gesagt, und der 7-Schläfer ist wieder weiter. Und bei der letzten, vor dem Finale, bin ich wirklich wieder da gestanden. Und ich bin wirklich überzogen gewesen, das mal nimmt sie. Weil da, ich glaube, die sind favorisierter und so. Und dann ist wieder gekommen. Und weiter ist unser 7-Schläfer. Und ich bin da gestanden, wie vom Schlag gerührt. Und dann habe ich im Ohr habe ich immer eine Frau gehabt, die mir Anweisungen gegeben hat. Und die hat dann gesagt, 7-Schläfer, freue dich, freue dich. Und dann bin ich einfach da gewesen, ja. Und habe gedacht, scheisse. Und, aber, als ich ins Finale dann gekommen bin, dann habe ich wirklich gedacht, doch, jetzt hast du etwas geschafft. Yeah. Und habe mich dann gefreut. Habe mich über den 2. Platz wirklich riesig gefreut. Und habe dann wirklich, als ich heim bin, nachher habe ich gedacht, Maja, einfach für mich selber, das hast du gut gemacht. Du hast wirklich den inneren Schweinehund besiegt. Ja, also wirklich eine Herausforderung gesehen, absolut, die wir meistern müssen. So. Absolut. Ja. Weil, es ist eine grosse Herausforderung. Und ich habe dann auch gesagt, der Wamm war ja ein Jahr vorher gewesen. Ja. Und ich habe ihn, sonst hat man ja mit niemandem reden. Ich habe einfach 2 Personen hier in der Schweiz gehabt, die es gewusst haben. Weil ich habe ja auch jemanden, der mich musikalisch betreut hat, habe ich ja müssen hier in der Schweiz. Also ganz allein hätte ich das nicht können. Und der Wamm hat es gewusst, ihn habe ich dann angefragt und gesagt, hey, wie ist es? Und er hat gesagt, du, es ist streng. Aber ich habe ihn nachher dann einmal noch gesehen und gesagt, streng ist aber wirklich die Untertreibung vom Jahrhundert. Ich habe gesagt, was hätte ich dir sagen sollen, Maja? Ich hätte dich nicht abraten wollen. Und du kannst es nicht beurteilen, wenn du es selber gemacht hast. Yeah. Du kannst es nicht von außen her sagen, was es war. Aber eben, im Nachhinein
bin ich froh, habe ich es gemacht, weil ich habe gemerkt, man ist zu mehr fähig, als man meint. Man kann viel Energie frei machen, wenn man muss. Mhm. Und das war eine gute Erfahrung. Yeah. Und ich hatte nachher 32 Weihnachtskonzerte gehabt, und ich habe die noch nie so, die sind so flutsch, sind die über die Bühne, als wäre es nichts. Und das war auch gut gewesen. Ja, es gibt eine neue Perspektive. Ja, absolut. Ja. Und gerade vielleicht in einem Alter, wo man vielleicht eher mal denkt, kannst du das noch? Und doch, man kann es noch. Mhm. Solange man gesund ist, kann man eigentlich alles. Ja, und gerade so Sachen halten einem auch gesund, denke ich immer. Mhm. Also, absolut. Ich glaube, es ist für Körper und Hirn ist es sehr wichtig, dass man sich konstant mit dem beschäftigt. Oder? Und eben zum Beispiel Songs einstudieren ich sage jetzt, positiven Stress ausgesetzt sein, hilft sicher in so Zeugs. Ja, absolut. Was ich auch gehört habe bei den Masked Singer ist die Einsamkeit. Das ist natürlich ein grosses Thema. Weil sonst bei einer Fernsehproduktion bist du eben das Familiäre, wo du gesagt hast, kennst alle und wir sind untereinander. Und nach ein paar Wochen hat sich wirklich so ein bisschen Dynamik entwickelt. Ja. Und dort hockst du immer allein im Hotelzimmer, wartest. Ja. Und bist allein in der Garderobe den ganzen Tag, außer dann, wenn die Proben sind. Mhm. Und bist allein. Du bist eigentlich immer allein und wenn du rausgehst, bist du vermummt. Yeah. Und auch die von der Produktion wissen nicht, wer du bist. Gut, wobei in Deutschland, sie ist ja in Köln produziert, ich glaube nicht, dass mich dort der Aufnahmeleiter sofort erkannt hat. Mhm. Also eben, das ist für die Deutschen ganz sicher, weil die Deutschen sind ja recht bekannte Leute für Deutschland. Und das ist schon klar, dass dort ein wahnsinniger Sicherheitsding für uns. Ja, muss natürlich auch, weil es ist ja blöd, wenn es durchsickert, wer ist. Also, und das Rateteam tut ja dann nochmal schön fehlleiten und so. Ich bin sicher, dass wir als Rateteam natürlich die einen oder anderen erkennen einem relativ schnell. Also, einmal bin ich genannt worden beim Nöldi vor. Bei wem bist du? schau das. Das finde ich aber auch sehr witzig. Das war das Jahr vorher. Da habe ich so gedacht, der ist etwa 5 Köpfe grösser wie ich. Mhm. Und da habe ich es jetzt auch nicht ganz gesehen, warum ich genannt wird. Ich habe einmal Ursula Schäpp ist 2-3 Mal bei mir vorgekommen. Dort habe ich auch gedacht, weder stimmlich noch irgendwo eben körpermässig sehe ich da Parallelen, aber eben, es sind ja viele Namen genannt worden, die einfach so ein bisschen hätten sollen. Und bei mir haben sie ja zuerst am Anfang gesagt, sie wissen nicht, ob ich ein Mann, ob es ein Mann sei oder eine Frau. Habe ich auch nicht so genau gewusst. Ich habe eine tiefe Stimme, aber aber ist schon gut. Ist schon tief. Oh mein Gott. Ja, aber wenn du immer von diesen Chancen redest, wo du auch gepackt hast, muss ich sagen, so wie ich die AVH wahrnehme, ist es eben nicht mehr nur die Sängerin gewesen, sondern effektiv als Schauspielerin und Moderatorin. Und ich bin der kleine Bub gesehen. Und für mich ist das so selbstverständlich gesehen. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, das überlegst du ja noch nicht, wie eine Karriere entsteht. Natürlich. Für mich war wie klar gewesen, von Geburt an bist du das alles gesehen. Ja, das ist sehr schön. Das ist ein schönes Kompliment, weil dann kommt es in dem Fall sehr natürlich rüber, als gegeben. Genau. Und wahrscheinlich war es auch so gewesen. Also, wir sind aufgewachsen mit Musik, unser Vater hat schon Musik gemacht, wir sind uns auch gewöhnt gewesen, dass er Freitag, Samstag ist, Musik machen. Mhm. Weißt du nicht, wo ist der Papi und so? Nein, dann ist man daheim gewesen mit der Mami und der Papi ist Musik machen und das ist so etwas Logisches gewesen. Also, das ist für uns, und dass dann auch Musik ins Leben gekommen ist. Ja gut, es sind zwar nicht alle Kinder, die Eltern haben, die musisch begabt sind, machen das auch. Aber ich habe dann angefangen mit Klarinett spielen in der Knabenmusik in Küsnacht, was mir so mittel Spass gemacht hat. Ich bin auch mittelbegabt dort durch. Also, aber irgendwo, eben weil der Vater in den Musikvereinen war, ist doch schön, wenn die Kinder auch in die Musikvereine gehen. Mein Bruder hat damals gar keine Anstalten gemacht, um irgendetwas talentiert zu werden oder zu sein. Das ist dann wirklich ein bisschen später gekommen. Und dann hat er mich relativ schnell überflügelt in Sachen Klarinett und Saxophon. Aber, und ich habe dann auch
dass sofort die Karriere in der Knabenmusik relativ, also es war ja Jugendmusik natürlich, mhm. relativ schnell aufgegeben, als ich dann angefangen habe zu singen, so mit 16, 17 Jahren, dann gefunden, ja, jetzt tue ich also fertig Saxophon und Klarinett. Hat mich einmal sehr grauen, als ich dann gesehen habe, was Candy Dulfer aus dem Saxophon rausholt, habe ich dann gefunden, doch, hätte doch sollen noch ein bisschen mehr üben. Aber es war nicht das, was ich wollte. Es ist dann relativ schnell in den Gesang hineingegangen. Und wie ist das passiert? Wie hast du, ich sage jetzt mal, deine Stimme entdeckt? So, also wie bist du zum Gesang gekommen, wo du dann gemerkt hast, da geht etwas? Ich habe in meinem Zimmer, du musst denken, wir sind in einem Block haben wir gewohnt und aussen dran war der Spielplatz gewesen, und ich habe mein Zimmer gegen den Spielplatz rausgehauen. Mhm. Und ich habe immer gesungen. Ich habe immer gerne gesungen, ich habe, glaube ich, auch gut gesungen, das merkst du auch in der Schule. Mhm. Wenn du so ein Leithammel bist, wenn du singst und wenn du richtig singst, singt die ganze Klasse singt richtig, und wenn du falsch singst, singt auch die ganze Klasse falsch. Also sie orientieren sich nach dir. Yeah. Das hat sich mal dort ein bisschen gezeigt. Und dann habe ich in meinem Zimmer immer gewusst, wenn ich singe, dann lass mir die Kinder auf dem Spielplatz hören zu. Und dann habe ich immer so ein bisschen gesungen. Ich habe meine Schlager damals gesungen. Und die Kinder haben wirklich vom Spielplatz haben aufgehört zu spielen und haben mir zugelassen. Und dort war eigentlich so meine erste Bühne, ist mein Zimmer gewesen. Und dann haben wir angefangen mit 16, die ersten Bands. Mein Cousin war am Schlagzeug gewesen, weißt? Dort hat der Bassist hat auf die Weihnacht eine kleine Bassgitarre bekommen, der Schlagzeuger hat irgendwo drei Kübel gehabt. Wir haben dann einen Radioverstärker gehabt, also nicht den richtigen Verstärker, sondern so die alten Radio, die mit den braunen Gehäuse und dem Sotan und Perromünster und weißt, mit der Skala, wo die Nadel hin und her gegangen ist, die haben wir als Verstärker gebraucht. Bis wir dann richtige Boxen haben, uns können leisten. Und so haben wir angefangen im Übungsraum, im Freizeitzentrum und haben, so Animals war damals, das war Ende 60er Jahre, Animals, Beatles natürlich, ganz klar, Rolling Stones und halt eben Soul. Also Soul ist schon ein bisschen all die Motown und so. Genau, all die Motown-Sachen, Sam & Dave, Wilson Pickett und Aretha Franklin. Und all die Sachen haben wir angefangen zu spielen und haben relativ schnell auch können auftreten. Weil es hat so viele Jugendhäuser gegeben, es hat eben Freizeitzentren. Und was wir hatten, war eine riesige Hammond-Orgel mit dem Leslie noch, wo eben das zeigt dir das schon noch etwas? Ja. Das hat natürlich halt getönt. Und das ist, würde ich sagen, bis heute meine absolut Herzensmusik. Also da bin ich nach wie vor. Darum, ich finde auch Junge, die so gekommen sind, so Pharrell, wie heisst er? Pharrell Williams. Williams und all die Bruno Mars und so, eigentlich in dieser Richtung so ein bisschen gegangen sind, habe ich wahnsinnig gerne auch heute. Ja. Oder die tun ja ein bisschen Tradition, die ein bisschen weiterführen. Aber ich kann immer noch, eben, der alte Motown-Sound ist für mich nach wie vor einfach etwas vom Grössten. Ja. Mit diesen Bläsersets und alles. Also eben James Brown und all diese Sachen. Ich bin ein grosser Fan, der ist jetzt leider verstorben vor ein paar Jahren, vom Charles Bradley. Ja. Wo ja eine Wahnsinns-Lebensgeschichte auch hatte. Das kenne ich nicht. Es gibt eine tolle Dokumentation über ihn. Und zwar, er ist, also man muss dazu sagen, erst mit 60 ist er fang ein Star geworden. Und dann hat er 6-7 Jahre oder so, hat er können eben von dem leben, und dann ist er halt viel zu früh gegangen. Und seine Geschichte ist gesehen, dass er Ewigkeiten James Brown Imitator gesehen ist. Und so hat er sich knapp über Wasser gehalten. Er hat keine Schulbildung gehabt. Ganz schreckliche Geschichten, in der Bronx aufgewachsen und irgendwie Brüder, die verschossen worden sind und alles wirklich ganz, ganz schlimm. Und in dieser Dokumentation siehst du, wie die, wie heißen sie, Deftones, die Band, die effektive Band, die haben ja auch ein eigenes Label, und einer entdeckt ihn eben. Wo er irgendwie mal so eine James Brown Impersonation macht. Und dann fährt er mit ihm arbeiten und sagt, ich will mit dir ein Album machen und so. Und
Und er hat wirklich mehr seine Gefühle gesungen, weil er hat eben zum Beispiel lesen und schreiben hat er nicht können. Ja. Und dann haben sie mit ihm so einfach Songtext entwickelt. Und also es ist herzerwärmend. Und, das muss ich jetzt gerade mal, ich muss das gut ich schicke dir einen Link. Mir. Ja, ja, sehr das, das ist eine BBC-Dokumentation. Und dann haben sie das Album kreiert und eben haben ihm so ein bisschen seine Gefühle in Songtext verpackt und das Ganze halt sensationell arrangiert. Ja. Und dann ist das auf einmal raketenmäßig ab und es gibt so eine schöne Szene, wo er seinen ersten wirklichen Auftritt hat, weil sein Problem ist ja gesehen, dass er jetzt sich selber auf einmal muss sein auf der Bühne. Ja, oder? Und sie gesagt, doch, du bist jetzt der Charles Bradley und nicht mehr der James Brown-Imitator. Ja. Und dann ist in irgendeinem Lokalblatt New York Post, keine Ahnung was, nein, nicht Post wahrscheinlich, aber irgendeine kleine New Yorker Lokalzeitung, ist auf Seite 7 ist ein kleines Foto von ihm. Und dann bricht er zusammen und heult vor Freude, dass wirklich das auch mal in einer Zeitung ist. Oder? Ja. Und dann habe ich ein paar Jahre später, im 13, habe ihn gesehen, wo er zu Basel gespielt hat. Und mit dieser Geschichte, die ich schon gesehen habe, habe ich wie gemerkt, was für eine wahnsinnige einfach Freude da hat, dass er das machen kann. Dass er wirklich mit so einem Herz auf die Bühne gekommen ist und einfach eben seinen Traum richtig gelebt hat. Ja, also wirklich völlig im Moment. Ja. Oder? Und das habe ich wirklich sehr berührend gefunden. Ja, das ist sehr berührend. So etwas ist eben, weißt du, und muss so lange warten im Prinzip. Und dann, ja, auch schön. Aber ja, warten, es ist eben nicht einmal ein Warten. Ja, er hat es einfach gemacht. Er hat einfach gemacht, was er gerne gemacht hat. Ja. Und das ist eigentlich das Gleiche bei dir mit 20 Jahren. Natürlich. Du machst einfach, weil eben finanziell ist das völlig uninteressant gewesen, weil da hast du, ich weiss nicht mehr, was für Gage, aber die Gage hast du meistens nicht einmal auszahlt, sondern hast wieder investiert in neue Verstärker oder neue das oder neues Mikrofon oder so. Eben, das ist, das ist lächerlich gewesen. Aber man hat einfach, es ist ein Event gewesen. Du bist am Samstag losgezogen und du hast auch ganz viel rundherum gehabt, die cool fand, weißt du, die Anlagen aufgestellt haben. Dort hast du nicht offiziell Rotis müssen engagieren, sondern dort hast du, alle haben geholfen und sind mitgekommen. Yeah. Und es ist einfach ein Fest gewesen, an einen Auftritt zu fahren und spielen und singen und es sind ein Haufen Leute dabei gewesen. Und das ist natürlich die schönste Zeit gewesen. Musik machen, wenn ich zurückdenke. Weil es war auch unbeschwert gewesen. Du hast nichts müssen beweisen, hast einfach gemacht. Und sie waren Fan bist gut angekommen und überall. Das war schon lässig gewesen. Hast du noch einen stärkeren Druck verspürt? Ja, natürlich. Ja. Ich meine, du hast jeden Auftritt, den du machst du, willst du gut sein. Und es ist dann auch irgendwann eine Existenzfrage. Du musst gut sein, dass du wieder engagiert wirst. Also du willst schon nicht irgendwo lesen, die hat einen totalen Einbruch erlebt und sie ist schlecht gewesen oder so. Du tust die, und ich habe die Ansprüche an mich selber eben. Wir kommen wieder zum Ehrgeiz. Ich bin nie ehrgeizig gewesen in gewissen Sachen, aber der Ehrgeiz in Sachen Anspruch an mich selber, der ist immer sehr hoch. Also ich bin selten mit mir wirklich zufrieden und sage, das hast du jetzt gut gemacht. Yeah. Weil es gibt eher, wo ich denke, dort hättest du noch ein bisschen sollen und da hättest du vielleicht das noch ein bisschen sollen oder so. Aber schlussendlich, wenn am Schluss die Leute wirklich glücklich sind, und das sind es in 95% Fälle, dann ist es für mich auch okay. Ja, aber natürlich, der Anspruch an einem selber. Der Druck ist da. Der ist, und der ist, das sind auch Fragen, die viel kommen von außen, von Leuten. Ja, bist du immer noch nervös, Mai? Also ich bin nervös ist vielleicht der falsche Ausdruck. Ich bin angespannt. Weil du kommst aus dem Dunklen, muss ich dir nicht sagen, immer ins Helle raus. Und dann stehst du einfach mausbein allein im Licht. Yeah. Weil ich als Halbleben, ich habe kein Orchester dabei. Und du bist einfach da allein. Und weißt du, jetzt muss ich einfach die Leute unterhalten. Und das musst du gut machen. Und du musst, es entscheidet sich ja sehr oft in den ersten 30 Sekunden. Wie es auf dich reagiert, wie du ankommst. Und das ist immer der Moment. Und es gibt auch Orte, wo ich heute im Nachhinein muss sagen, du hast in den ersten 30 Sekunden gespürt, Scheiße, heute wird es ganz schaurig streng.
Und du bist nach einer Stunde ab der Bühne also, und musste sagen, heute hast du es nicht geschafft. Mhm. Das gibt es halt auch. Yeah. Das hat es halt auch gegeben. Und du musst sagen, ja, sie haben zwar, aber wirklich der Funke ist nicht gesprungen. Und da habe ich nie dem Publikum Schuld gegeben. Dann habe ich immer das Gefühl gehabt, heute ist bei dir die Zündung. Mhm. Heute hast du eine Blockade gehabt. Bei dir ist einfach, ist der Funke nicht gekommen. Du hast geleistet, du hast dein Handwerk abgeliefert, aber das, was es noch braucht, dass der Funke springt, der ist heute nicht gekommen. Das kann viele Umstände können das sein, wo das was ausmachen. Und ich würde sagen, in diesen 40 Jahren kann man so einen Fall, wo wirklich gar nicht gegangen ist, vielleicht zwei haben, mehr nicht. Mhm. Aber die sind dann einfach wirklich in die Hose. Yeah. Einfach in die Hosen. Und dann hat es Abende gegeben, wo es, ja, man hätte noch ein bisschen mehr können, aber es war okay gewesen. Und dann hat es einfach die gegeben, wo es geknallt hat, wo du irgendwo schwebst. Ich glaube, das Gefühl kennst du alles, auch wo du schwebst, einfach einen Meter über Dings und denkst, ich bin die Größte. Und das geht jetzt immer so weiter. Die Leute finden mich wahnsinnig. Und dann kommst du am nächsten. Dann kommt der Tanzstück oder was es dann immer ist. Und dann kommt der nächste Auftritt und dann denkst, was ist jetzt? Ich bin doch immer noch die gleiche. Und ich glaube, eben, und darum, die Anspannung ist immer da. Yeah. Die wird nie aufhören. Mich dunkt es mit dem Älterwerden, obwohl ich nicht mehr so im Wettbewerb bin und muss immer wieder beweisen. Aber es ist gleich einfach, ja, es ist dann vielleicht halt da, schaffe ich es, kann ich es, tut mich Kraft tragen, habe ich die Kraft? Jetzt ist natürlich eher die Frage, dann steht im Raum. Ja, aber was du vorher erzählt hast, zeigt, dass es gut geht. Heb, Holz und alles. Nein, es geht wirklich noch gut und da bin ich sehr, sehr dankbar dafür. Ja, die du gesagt hast, wo man am Schluss dann muss sagen, ah, irgendwie ist es jetzt vielleicht nicht ganz so gesehen, das sind die, wo ich Arbeit nenne. Dann fühlt es sich wie Arbeit an. Ja. Die, eben, wo du schwebst, die, wo du schwebst, ist traumhaft. Du hast das Gefühl, ich mache nochmal drei heute. Ja. Genau. Und das ist unglaublich schön. Und das Dreiteil und das eben, weißt, und ich glaube, etwas, wo du wahrscheinlich jetzt vielleicht als junger Mensch noch nicht so erlebst, das erlebst wirklich, wenn du älter wirst, weil die Leute werden auch offener dir gegenüber. Es sind dann auch, das Publikum wird ja älter mit dir. Und ältere Menschen sind offener. Und ich komme Briefe über oder auch Aussagen, die mich unglaublich berühren. Die wirklich sagen, hey, du hast in Situationen von meinem Leben, wo es mir wirklich verschissen gegangen ist, habe ich dich gesehen irgendwo oder habe ich gehört irgendwo oder und das hat mich aufgestellt. Weil mir hat die ist jetzt inzwischen ist sie 40, ja. Wo die das erste Mal kam, ist, einer von meinen Auftritten war sie 5-jährig. Und sie hat wirklich gesagt, ich habe kein einfaches Leben gehabt, Maya. Das hat sie mir erzählt, sie hat gesagt, weißt, ich habe viel widerliche Aufstände, meine Mutter hat mich allein aufgezogen und da war vieles nicht im Guten. Und ich habe aber einfach gewusst, wenn ich mit meiner Mutter, sie ist schon mit mir an deine Auftritte gekommen, ich hatte deine Musik gerne gehabt, dort ist Fröhlichkeit. Du bist immer fröhlich und die Menschen, die dort sind, sind fröhlich und es ist lustig und schön und das hat mich gehebt. Und wenn du so etwas hörst, dann schüttelt es mich, oder? Weil dann denke ich, das weiss man ja gar nicht, was man gewissen Menschen gegeben hat. Eben, weil sie sagen einfach, die Musik und das ist der Schlager halt. Er ist fröhlich, es ist ein Volksfest, die Leute sind aufgestellt, die Leute sind fröhlich. Ob die Fröhlichkeit immer echt ist oder gespielt, ist dann schlussendlich nicht so wichtig. Den Menschen, die hören kommen, denen gibt es etwas. Ich meine, der Rocksänger ist auch nicht immer gut drauf, aber wenn du total kannst gerufen und dich ausleben wieder einmal, gehst du glücklich an. Ich glaube, das ist der Sinn von Menschen, die auf der Bühne stehen, Menschen, die dich kommen schauen sollen, ein bisschen aufgestellter, fröhlicher, glücklicher heim als gekommen sind. Weil sie einfach mal haben können, eine Stunde, zwei, drei, das vergessen, was sie vielleicht sonst beschäftigen. Das ist eigentlich unser, ist, glaube ich, der tiefer Sinn von unserem Tun. Absolut. Und ich hab sehr stark gemerkt, wie während der Pandemie
das umso wichtiger geworden ist. Also dort habe ich für meinen Beruf, ich wollte es immer schon machen, aber dort habe ich für meinen Beruf zum ersten Mal auch wirklich Sinn und Zweck gesehen. Mhm. Weil eben, was dort für Feedbacks gekommen sind, von, ich bin seit 3 Wochen in einer Depressionsklinik, das ist mir erst oben draussen, und irgendwelche Verluste im Leben, und das ist jetzt unser erster Oben, wo wir irgendwie probieren, eben wieder ein bisschen, bisschen Freude irgendjemand zu kriegen, habe ich gemerkt, das ist in einem so privilegierten Land wie die Schweiz, wird es fast mehr belächelt, weil eben, es geht uns ja schon so gut. Oder? Warum solltest du dich denn noch extra unterhalten lassen? Und habe ich früher noch ein bisschen mehr wahrgenommen, und jetzt habe ich das Gefühl, es gibt wirklich auch einen klaren Sinn und Zweck, wo die Menschen sagen, doch, ich will und brauche das. Ja. Es ist extrem wichtig. Und ich glaube, eben wir, die ja in einer Konsumgesellschaft sind, wo alles eigentlich haben. Ich glaube, wir immer, und wenn wir jammern, ist es immer sehr hoch. Aber Menschen sind wegen dem nicht glücklicher. Also ich, es kommen auf neue Probleme. Wenn ich manchmal umschaue, dann denke ich, Kopfrige mal, nur ein Lächeln, ein bisschen Lächeln, was ist denn so traurig? Und eben, ich meine, wir müssen nicht diskutieren, wie viele unglückliche Menschen, unsere Psychiater haben noch nie so viel zu tun gehabt, es hat noch nie so viele Depressionen gegeben wie heute. Weil irgendetwas stimmt anscheinend gleich nicht. Ja. Weil es ist zwar viel mehr Geld rum, es ist, man schafft, man kann riesige Karrieren machen und alles, aber ja, glücklich sind die Menschen, glaube ich, wirklich nicht. Ja. Ja, und ich glaube, dort hilft es einerseits eben, dass man so etwas macht für die Leute, aber ich nehme jetzt mal auch an dir selber hilft es, dass du in deinem Leben einen Sinn und Zweck siehst und eine Aufgabe sozusagen. Ja. Und nicht das klassische, sobald AHV kommt, will ich reisen und danach mag man nicht mehr reisen blöd gesagt degeneriert, weil man eben keine Aufgabe mehr hat, nichts mehr zu tun hat. Wenn ich mir vorstelle, dass ich jetzt mit 64 nicht mehr pensioniert, fertig. Ja, was mache ich dann? Weißt du, eben, also nur Reisli machen im Gar kann ich ja schon in die Gegend an, oder? Das ist ja auch nicht wirklich. Und nein, ich bin Gott froh, habe ich auch einen Beruf, den ich nach wie vor eben kann den Menschen etwas geben und es kommt auch extrem viel zurück. Das ist auch mit Auftritt zum Beispiel, also was ich natürlich jetzt auch viel gebucht wird, ist in Altersheim, weil ich rede natürlich die Sprache von diesen Menschen, die dort drin sind, und ich kann mein Programm durchtonnern, weil am Anfang sagen sie mal immer so Timeleitung, aber gell, Sie, Frau Brunner, wir tun schön leislich, sage ich, ja, wir fangen ganz leislich an und am Schluss schädert das mit dem Phonstärke, wo, weißt du, das ist die Rock'n'Roll-Generation, die jetzt im Altersheim ist, das ist ja nicht irgendwo die mögen, und die mögen aufstehen und mögen tanzen und alles. Und was ganz, ganz extrem ist, ist auch für Menschen mit Behinderung zu singen und aufzuretten. Das ist natürlich einfach unglaublich schön, weil der kommt so ungefiltert, kommt die Meinung natürlich und die Musik erreicht sie sehr. Und das ist etwas, und das gibt wahnsinnig viel zurück. Also das, und dann kommst du eben, weil die Momente, wo du daheim sitzt und denkst, ja, was mache ich eigentlich? Es verpufft, es gibt ja sehr, also ich habe Menge so Momente auch gehabt, wo ich gedacht habe, ja, jetzt tust du ein bisschen singen und ein bisschen da und ein bisschen machen, aber was machst du eigentlich wirklich? Und dann sind so Reaktionen natürlich, wenn man dann so Sachen hört, extrem schön. Ja. Weil die Momente hat man dann wirklich, weil eben, es gibt Handfeste, die etwas bauen, die etwas machen, und da hast du am Schluss ein Ergebnis. Und alles, was wir machen, verpufft in der Luft. Weg, fort. Was ich auch etwas extrem Beruhigendes finde. Ja, gell, dass man es nicht noch lange anschauen muss. Anhören. Anschauen. Nein, aber auch irgendwie, ich sage jetzt mal, zum das Ego in Schach zu behalten, ist das für mich eine von der wichtigsten Erkenntnisse gesehen. Weil so wie du gesagt hast, mit 16 hast du das Gefühl, du wirst Weltstar. Habe ich natürlich auch mit 16 habe ich mir schon so kleine Notizen gemacht, dass irgendwann werde ich Comedian und danach bin ich auch irgendwann im Stadion. So, oder? Und dann zu merken, dass
egal, ich sage jetzt mal, wie weit man kommt, egal wie groß man wird, eben in der Definition über die Karriere, dass das in beiden Fällen ein paar Jahrzehnte später nicht mehr relevant ist, auf Timeline gesehen von dieser Welt, hat mich wahnsinnig beruhigt. Mhm. Ist aber auch richtig. Und darum, ich staune auch über Menschen, die, also staune, es tut mich tragisch, Menschen, die nicht können abtreten können. Mhm. Also Stars, die mal wirklich riesen Stars gewesen sind, irgendwann dann nur noch waffeln, bitter werden und sich beklagen über alles und finden, ich bin immer noch... Nein, jeder hat seine Zeit und irgendwann ist es einfach durch. Und ich finde, das muss man irgendwo akzeptieren und auch nicht mehr an einer Zeit nachhängen, die einfach nicht mehr da ist. Mhm. Ich meine, wenn du zum Teil junge Leute etwas erzählst von der Tina Turner und grosse Augen dich anschauen, dann gibt es mir fast etwas, mir, oder? Weil ich denke, ja, aber du kennst doch noch Tina Turner, oder? Ja, also, Geld, die singt. Nein, pissen gut. Eben. Mhm. Das sind für mich ist das der One and Only überhaupt gewesen, aber junge Leute haben wieder ganz andere. Yeah. Es gibt noch ein paar so Namen. Das ist bei uns schon Britney Spears. Ist schon so ein Name. Ja, ist bereit schon. Und wenn du dich nicht ganz spezifisch mit diesen Sachen befasst und ein bisschen Musikgeschichte oder Filmgeschichte, ja, das Letzte ist mir im Theater, ja, im Theater ist das gewesen, habe ich einer jungen Kollegin einen Namen genannt, wo gerade in der Boulevard-Szene, also Paul Bühlme, ein Namen, oder? Wirklich. Und dann sagt sie, wer ist der Paul Bühlme? Da habe ich gesagt, das fragst du mich jetzt aber nicht im Ernst. Ich kenne den Paul Bühlme nicht. Gesagt, jetzt musst du aber etwas sagen. Wenn du in diesem Genre rein schaffst, dann musst du wissen, wer der Paul Bühlme ist. Du musst nicht wissen, wer der sowieso der uralte Schauspieler sowieso ist, aber in dem Genre, in dem du bist, musst du dich ein bisschen informieren. Mhm. Wer wirklich da einen Namen gehabt hat, auch wenn es jetzt schon 30, 40 Jahre zurückliegt. Mhm. Aber ich bin eben baff gsi, weil das sind Namen, wo halt gerade in der Boulevard-Szene, in der Schwank-Szene und Theaterszene riesen Namen gewesen sind. Mhm. Und auch in den Schweizer Filmen miteinander. Gerade letztens ist ein Polizist Weckerli gekommen. Und ich muss natürlich schmunzeln, weil ich kenne, aber auch für mich sind das natürlich Schauspieler, die jetzt zum Teil auch nicht mehr leben, die damals jung waren. Aber ich schaue das sehr gerne, weil dann sehe ich auch, was die gemacht haben. Weil die habe ich noch als alte Menschen kennengelernt, aber die waren ja auch mal jung und haben eigentlich Schweizer Filmgeschichte zum Teil auch geschrieben. Und ich finde das schon noch wichtig, wenn man in diesem Genre ist, dass man sich auch ein bisschen informiert, wer in den letzten 100 Jahren, sagen wir mal so, jemand war und einen Namen hatte. Mhm. Aber das interessiert viele junge Leute gar nicht mehr. Es interessiert sie, was jetzt ist und was jetzt auf Instagram läuft und fertig. Und das finde ich ein bisschen schade. Das ist so. Und da, also da will ich mir überhaupt nicht zuschreiben, sondern habe ich einfach Glück gehabt, dass ich sehr jung auch einfach Volkstheater spiele, im Hebsen-Theater. Und von ihm dann halt eben alle die Namen gehört haben und Geschichten und die ganze Entwicklung und wie überhaupt ein Bernhard-Theater gegründet worden ist und wie das in Kriegszeiten einfach hat spielen. Ja. Und ich finde das eben noch wichtig, zum Geschichte zu verstehen. Ja, weil eben es führt zu dem Punkt, dass du jetzt da an dem Tisch sitzt bei mir. Ja, absolut. Weil du dich am Anfang gefragt hast, warum... Ja, genau. Ja, nein, aber es ist wirklich so. Aber eben, da musst du ein Mensch sein, und das bist du, der sich auch interessiert für die Sachen. Und sonst ist Maya Brunner für dich who the fuck is, oder? weil das ist dann wirklich auch nicht interessant für dich. Und ich finde es einfach schade, wenn gerade im Showgeschäft, in welcher Sparte auch immer bist, du dich ein bisschen informieren, was gerade in der Schweiz auch in den letzten 100 Jahren passiert ist. Weil es hat viel, viel interessante Sachen. Sehr interessante sogar. Mhm. Ja, finde ich auch. Und
bei dir, ist das dann gesehen, wo du dann über den Erich Vogt angefangen hast spielen, hast du dann die Geschichtsstunde gekriegt? Natürlich. Ja. Und klar, natürlich auch meine Eltern haben eben die alten Filme, weißt du, die da gekommen sind, wo eben Bäckerei Zürcher und all die Filme, natürlich die alten Schweizer Filme, Ueli der Knecht und all die Sachen, das haben wir natürlich, als Kind habe ich die Filme gesehen. Das war schon noch meine Generation. Und die kleine in der Dorfoper, die ich jetzt wahrscheinlich etwa 600 Mal gespielt habe, habe ich natürlich noch gesehen mit Marguerite Reiner und Rudi Walter. Mhm. Und das ist auch so etwas Wahnsinniges. Weißt du, dann schaust du am Fernsehen so etwas und als Kind oder als Teenager siehst du das und plötzlich darfst du selber auf der Bühne stehen und verkörperst die Figur, die eine Ikone, also eben Marguerite Reiner, Rudi, das sind Schweizer Schauspielikonen. Und dann darfst du die Rolle spielen. Mhm. Das ist also oder schon noch verrückt. Ja. Ja, es gibt ja auch so eine anständige Demut und Ehrfurcht, oder? Dass man das eben auch richtig behandelt. Absolut. Ja. Und wirklich, weil damals, wo ja der Erich Vogt die kleine Niederdorfoper gesagt hat, er spielt sie, das sind eigentlich nur Gegenstimmen gekommen. Ja. Du darfst so eine heilige Kuh nicht anlangen, das geht gar nie gut, das kann nur ein Reinfall geben. Also es ist wirklich sehr viel Gegenwind gekommen. Mhm. Und er hat das durchgezogen und das ist der grösste Erfolg, glaube ich, in den letzten 50 Jahren jetzt, wo im Bernhard-Theater. Ja. Wir haben das eben, 5 oder 6, ich weiß es nicht mehr genau, aber wir haben es immer wieder aufgenommen, es ist ausverkauft, immer ausverkauft. Und es ist eine Geschichte, wo im 51 ist die Touraufführung gsi. Ich nehme das immer als Omen, weil es mein Geburtsjahr ist. Und es ist eine Geschichte, wo halt die Werte der Menschen, es ist immer die gleiche Geschichte. Es kommt ein armes Bauerli, kommt in die Stadt, wird ausgenannt, nachher ist er allein. Es ist eine Geschichte, die aktuell ist wie nie zuvor. Es ist immer wieder aktuell. Es geht immer um Gefühle der Menschen. Man sucht Liebe, man sucht Anerkennung, man wird betrogen, Ende der Durchsage. Oder? Und das ist heute genauso gültig. Und das ist das, was ich auch gesagt habe, das sind Ältere. Natürlich im Bernhard-Theater sind aber auch viele junge Leute gekommen und haben das genauso rührend Lust, haben können lachen und haben genauso können lachen und weinen eigentlich mit dem Heiri, der am Schluss einfach ganz traurig davor schaltet. Ja. Und jeder kann das nachfühlen, weil jedem ist schon so mal gegangen im Leben. Glaub. Und das sind die Geschichten, die eigentlich sehr einfach gestrickt sind, aber berührend einfach. Ja, ich hatte Bezug durch die kleine Rigas-Oper. Geben, gell? Das ist ja ganz genau. Hast du dort mitgespielt? Nein, überhaupt nicht. Mein Vater hat mitgespielt. Ja. Dann habe ich eine Kassette gehabt. Ja, yes. Und so habe ich, so habe ich eben die gleiche Geschichte halt einfach auf Basel adaptiert. Eben, ich kann natürlich wissen, wenn das aufgeführt wurde. Das weiß ich nicht mehr. Irgendwie. Ja, wahrscheinlich schon länger her. Eben auch so 80er, und ich habe es dann halt in den 90er als Kassette gelost. Ja. Nehme ich jetzt mal an. So etwa. Ja. Aber eben drum, man hat so Berührungspunkte. Ja, und es liegt sicher dann daran, dass man auch ein gewisses Interesse entweder hat oder dafür entwickelt. Ja. Und es sind Thematiken, die nicht veraltet sind. Ja. Sie sind immer wieder gültig. Du kannst, und ich glaube, der Retro, die Sehnsucht, die auch vielen, die bei jungen Leuten auch siehst, einfach ein bisschen nach dem Traditionellen. Yeah. Ich glaube, bei aller Technik, die wir leben und sind, ist halt eine gewisse Sehnsucht nach einer Stabilität und einer Tradition halt schon auch da. Also denke ich. Ich weiss es nicht, ich bin nicht jung, aber man spürt ja, sei es in der Mode, sei es in der Musik, sei es dort, es ist ja überall immer wieder ein Trend da, ein bisschen zum Zurückgehen. Absolut. Also ich habe jetzt zum Beispiel vor knapp einem Monat zum ersten Mal solo im Bernhard-Theater gespielt. Und darum eben wegen dieser ganzen Geschichte. Jawohl. Ich habe früher noch dort viel dürfen auftreten bei Mixed-Shows. Jawohl. Und dann aber, weil ich jetzt zum ersten Mal solo gespielt habe, habe ich dann eben auch das ehrfürchtige, demütige Gefühl gekriegt, wo ich dann eben so gedacht habe, andere aus der Szene, die kommen einfach hier an und für die ist einfach, ist jetzt halt der Raum, sozusagen. Und ich habe eben durch die Geschichtsverbundenheit zu diesen Sachen, habe ich schon ein völlig anderes Gefühl gehabt,
Und was ich dann eben gemerkt habe, eben durchs Band gemischtes Publikum, mhm. wo ich gemerkt habe, aha, was wir jetzt machen, ist eine logische Weiterentwicklung von dem. Aber die Essenz ist immer noch die gleiche, nämlich Menschen wollen zusammen etwas erleben. Mhm. Und das kannst eben trotz aller Technologie und moderner Entwicklung, kannst du das nicht wegnehmen und solltest ihn auch nicht wegnehmen. Und dort ist es eben toll, dass es so die Auffrischung gibt, dass Menschen absolut. Sagen, ah, ich erlebe jetzt da etwas in ja. dem Moment ja. und ich kann das auch irgendwie nachempfinden. Mhm. Also ich bin jetzt nicht daheim, logischerweise. Nein, aber das ist völlig aber ich erzähle halt auch ja. irgendwelches Zeugs ja. aus meinem Leben, ja. wo man sich irgendwie kann ja. nachempfinden kann ja. und hoffentlich etwas daraus rausziehen. Mhm. Und dass man das dann so in einem Raum kann machen kann. Ja, gibt es ist eine heilige Halle. Das ja. Bernhard Theater ist wirklich... Es ist so eine Tradition lange. Mhm. Ich meine, eben ich als Kind, der Rudolf Bernhard, das ist im Fernsehen einmal gekommen, aus dem Bernhard-Theater. Mhm. Das ist halt, ja, Institutionen, und wo man wirklich mit Ehrfurcht, und wo ich auch heute noch, und ich weiss, meine Eltern sind wirklich, ich bin in einfachen Verhältnissen aufgewachsen, und meine Eltern sind einfache Leute gewesen, aber ich hatte eine sehr schöne Jugend gehabt und sie haben mich auch in allem unterstützt, was ich gemacht habe. Aber sie waren natürlich auch unglaublich stolz gewesen. Und sie waren stolz gewesen auf mich, aber sie waren noch viel stolzer gewesen, dass ich jetzt den Herr Hans Gmür kenne. Yeah, und yeah, dass yeah. ich den Herr sowieso und die Frau sowieso. Du kennst Elisabeth Schnell jetzt. Ja, jetzt. Das sind alles grosse Namen, Radio, Fernsehen und so, wo meine Eltern natürlich in grosser Ehrfurcht aufgeschaut haben. Und jetzt ihre Tochter kennt jetzt die Leute alle. Und das hat sie fast mehr beeindruckt als meine Leistung. Nein, das habe ich übertrieben gesagt. Ja, ja, ich wirklich aber mit diesen Leuten in Kontakt kommen mit diesen Berühmtheiten. Aber das widerspiegelt dann eigentlich wieder das Verhältnis, das wir am Anfang gesagt haben, oder? Dass man in so einer Situation dann sich wieder eben wie das kleine Mädchen fühlt. Weil man ist zwar am gleichen Punkt, ja, aber ja, eben auch dort wieder ja, die Geschichte ja, ja. von diesen Leuten ja, ist einfach so viel stärker. Ja. Und ich weiss damals eben Hans Gmür. Das ist für mich auch, der hat mir Radio, er ist natürlich am Radio auch schon sehr stark gewesen. Und zu meiner Jugendzeit auch noch, aber Kinderzeit vor allem, ist Radio das Medium gewesen. Man hat Hörspiel gehört, man ist am Radio geklebt, der Heiner Gautschi, die Stimme aus New York, oder? Echo der Zeit. Das sind die Sachen, die mir immer werden bleiben. Ich höre sogar die Stimme an, wie der Klang war. Und dann Gute Nacht, Frau Seeholzer, alles so Sachen. Und Spalenberg drauf. Spalenberg 77a ja. hat das geheissen. Eben, das sind so Sachen, die einem in Erinnerung bleiben, für immer und ewig. Man ist am Radio geklebt, weil es ist ja, Fernsehen war noch nicht gewesen, oder man hat sich nicht können leisten. Also wir haben erst, ich bin glaube etwa 12 gewesen, als wir am Fernsehen hatten. Und darum ist Radio, und dann sind die Stimmen so präsent gewesen, und plötzlich lernt man die Stimmen kennen. Also yeah. schon sehr, sehr prägnant, natürlich. Absolut. Was haben wir? Ja, noch ein bisschen haben wir. Haben wir noch ein bisschen? Ja, noch ein bisschen. Gut, also. Mir nimmt Wunder, was jetzt aktuell jetzt, geht, in Planung ist. Jetzt ist im Plan, also im... Jetzt muss ich gut studieren. In einer Woche ja. fangen wir an zu proben mit dem Stegeli auf, Stegeli ab. Das haben wir ja aufgeführt im 16. Und das wird jetzt wieder aufgenommen, zwar im Theater 11. Starten wir am 25. Mai bis am 25. Juni. Ja. Dort bin ich die Wirtin vom Doppelhof. Das ist ja damals zum 100-jährigen Geburtstag, also es ist dann Todestag natürlich, vom Arthur Beuel. Und seine Melodien, eben Stegeli auf, Stegeli ab, am Himmel steht das Sternli über den Gotthard, Flügel, Bremen und so weiter, mit zwei Augen wie der Deine, ja genau, ist, das hat der Erich Fockenstück um die Melodien herum geschrieben, und das führen wir jetzt nochmal auf, und ich freue mich wahnsinnig darauf, weil ich bin dort Wirtin vom Doppelhof, also habe eine Hauptrolle mit dem Erich zusammen, und freue mich wahnsinnig.
weil es ist schön zum Singen, es ist schön zum Spielen. Mhm. Ja. Ja, du hast mal den Wamm erwähnt heute. Er ist auch schon da gewesen. Ja. Und er hat gesagt... Jetzt ziehe ich meine Uhr ab. Jetzt habe ich so manchmal auf den Tisch geklopft. Unangenehm. So, fertig jetzt. Der Christoph freut sich. Ja. und der hat gesagt, mit der Zeit wird es spannend, was man sich denn überhaupt noch für Projekte aussuchen darf, sozusagen, oder? Das halt einfach, du hast Angebot, aber du musst dann auch mit der Zeit einfach ein bisschen... Ja, natürlich. Sortieren, sage ich jetzt mal. Absolut. Yeah. Also eben, sicher, jetzt sind das sind jetzt noch Produktionen von Erich Vogt, wo das ist jetzt noch eine. Und dann im 25. gibt es dann nochmal die kleine Niederdorf-Oper. Yeah. Gibt es dann auch nochmal im Theater 11 Monate lang. Und dann hören sie ja auf produzieren. Mhm. Und da bin ich natürlich sehr gerne noch dabei. Und was weitergeht theatermässig, das weiss ich jetzt noch nicht. Mhm. Ich habe von der Wallenseebühne mehrmals Angebote bekommen, hat aber nie mit den Terminen geklappt. Also das ist sicher auch mal eine Option, wo ich vielleicht einmal mitmachen wird. Dann hoffe ich sehr auf den Dominik Flaschka, dass unsere Zusammenarbeit einmal wird klappen. Das ist bis jetzt auch eigentlich immer mehr oder weniger mit Terminkollisionen ist das gewesen. Das wird wahrscheinlich weniger jetzt, wenn Produktion auf Erich Vogt wegfallen, weil ich finde, Dominik und seine Crew machen da ganz tolle Sachen, haben jetzt riesen Erfolg mit dem Sister Act. Und also ich werde sehen, was für Angebote das kommen. Ich freue mich, wenn Angebote weiterkommen, wenn ich natürlich noch weiter Theater spielen kann. Mhm. Auf der Singbühne bin ich auch nach wie vor, also auch da. Natürlich hat das ein bisschen abgegeben. Das sind also die ganz grossen Open Airs und so. Da sind die Anfragen ein bisschen weniger geworden, weil das sind vor allem die Jungen auf der Bühne und das finde ich auch gut. Yeah. Aber es gibt nach wie vor eben, ich bin Firmenfest, Geburtstag. Weißt du, jetzt kann ich alle so die 60, 70, 80, vielleicht sogar 90-Jährigen, die ihren Rumpf feiern, kann ich noch singen. Aber also ich, solange ich nochmal, ich sage es nochmal, solange ich mag und solange ich gesund bin, bin ich natürlich unglaublich glücklich, wenn ich noch auf der Bühne kann stehen kann. Ja, und was ja auch toll ist, ist, viele haben, auch wenn sie so eine, ich sage jetzt, freien Beruf machen, wo keine Sicherheit kann geben, kenne ich viele Leute mit Existenzängst, die irgendwie einfach immer rum sind. Mhm. Und dann kann man sagen, aber du weißt eigentlich, eben die nächsten 3 Jahre sind eigentlich schon verplant. Und trotzdem hast du so eine... Ja, das ist aber ich habe es nie gehabt. Ich habe die Existenzangst nie gehabt. Ich bin ein gläubiger Mensch, muss ich sagen. Und an was ich auch immer glaube, das ist, ich bin nicht kirchengläubig, also nicht religiös, aber ich bin ein gläubiger Mensch und ich glaube, dass es gut kommt. Ich glaube, wenn ich sage, das kommt gut und es geht weiter und es geht so weiter und mir geht's gut, dann glaube ich auch daran, dass das so ist. Ich finde Angst, ich finde das Allerschlimmste. Sobald du Angst hast, dann kommt es auch nicht mehr gut. Dann bist du so gefangen in dem ganzen Zeug. Darum glaube ich eigentlich, ich habe nie Existenzangst. Ich bin nicht reich, aber ich habe gleich keine Existenzangst. Weil ich denke, es ist immer weitergegangen. Es hat auch Zeiten gegeben, wo kein Schwein mich angerufen hat, wo gar nichts gegangen ist. Und ich habe gedacht, jetzt tun wir mal mit dem, was wir haben, tun wir weiter schauen. Yeah. Und dann kommt dann schon wieder, und es sind immer wieder Türen aufgegangen. Mhm. Und man muss eben auch offen sein, dass man schaltet, wenn die Tür aufgeht, dass man dann die auch sieht. Yeah. Und etwas habe ich noch vergessen, das muss ich noch sagen, was natürlich ganz ein grosses Herzensprojekt ist. Es ist halt, weil es noch ein bisschen weiter weg ist, aber es kommt schneller, als man denkt. Das ist Weihnachten. Das ist seit 16. Jahr, ist das der Lachner Weihnachtszauber, wo 32 Konzerte sind, in einem Zirkuszelt in Lachen am Zürichsee. Mhm. Und das sind jeweils 4 Sänger, das ist 6-mal Orchester, das ist der Rolli Berner, der jetzt das mal auch wieder dabei ist. Und wir machen das Programm, das ist aber nicht volkstümlich. Es hat sowohl als auch, es ist sehr international, es ist ein Weihnachtsprogramm. Man ist dort und da bin ich eigentlich seit 15 Jahren verantwortlich.
mit dem Philipp Mettler zusammen für das Musikprogramm. Mein Bruder hat das bis vor 2 Jahren, ist er Chef gsi in dem Weihnachtszauber, und er hat das verkauft mit seinem Geschäftspartner zusammen. Und ja, jetzt machen wir das, und das ist auch immer etwas, wo eigentlich schon nach den Aufführungen ist wieder vor den Aufführungen, mhm. Und da geht man auch immer wieder, was machen wir nächstes Jahr und was machen wir das Jahr und so. Und das ist wirklich ein Herzensprojekt, weil da kann ich musikalisch alles umsetzen, was ich allein auf der Bühne nicht machen könnte. Also mhm. Da kann ich vorne singen, weil ich dann nur eine Strophe muss singen, weißt? Yeah. Wo die anderen, wo dann der, der hoch muss singen, singt dann hoch und so. Also da kannst du eben Sachen machen in so einem Programm, wenn du zu vierte bist als Sänger, wo du sonst gar nicht kannst machen. Ja, yeah, ja. Yeah. Und seit dem Masked Singer komme ich auch höher rauf. Ja, und vor allem ist das jetzt mit einem Flutsch. Einmal Flutsch. Ja, mit 32 Konzerten sind noch viel aneinander. Yeah. Aber so funktioniert das perfekt. Yeah. Ja, und was du vorher gesagt hast, eben mit der Angst und Existenzangst und das Gefühl zu haben, dass es gut kommt, bin ich auch ein grosser Verfechter davon, dass man das dann auch ausstrahlt. Ja. Und dass genau. Das die Leute dann auch wahrnehmen. Und dann eben auch, wenn einem anfragen und wann mit einem zusammenarbeiten. Weil, das ist genau das, was das heisst, ist, du strahlst dann das genau aus. Mhm. Und sonst machst du zu. Genau. Und sonst eben kommen die Ehrgeizen und keine Ahnung was Sachen. Wo Menschen, die immer die Angst haben, das ist ja furchtbar. Yeah. Die, und dann irgendwo am Ende von ihrem Leben müssen sie sagen, ich hätte ja eigentlich gar keine Angst müssen haben. Mhm. Wie furchtbar ist das denn? Ja. Yeah. Eben, ist auch immer die Frage, wie hoch sind deine Ansprüche? Also wenn ich natürlich muss ein grosses Haus, ein grosses Auto, ein Boot und all das muss heben können, dann ist natürlich auch nochmal anders, als wenn ich einfach sage, ich wohne seit 32 Jahren in der gleichen Wohnung, in einer 4,5-Zimmer-Wohnung, und ich fühle mich dort wohl, ich fahre jetzt seit 10 Jahren meinen Tiguan und dann sind meine Existenzängste nicht so gross. Absolut. Verstanden, absolut. was denkst du, wie lange haben wir gemacht? Also rein gefühlsmässig würde ich jetzt sagen, 1 Stunde und 20 Minuten. Du hast eine gute innere Uhr. Sehr gut. Es ist nämlich 1,25. Nein, das glaube ich nicht. Und ich habe wirklich nicht geschaut. Ja. Eben, ja, das habe ich jetzt etwa mir vorgestellt. Sehr schön. Und es ist für dich okay? Natürlich, es war eine riesige Freude. Mir auch sehr. Dass du da bist. Und ich hoffe, deine Frage, warum du da warst, hat sich beantwortet. Hat sich jetzt absolut beantwortet. Nein, danke vielmals, Joel. Das ist jetzt wirklich, ich bin wahrscheinlich manchmal ein bisschen ausgeschweift und so. Es kommt mir halt auch noch einmal das und dieses noch in den Sinn. Für das gibt es so ein Format. Ja. Und darum, wirklich, vielen herzlichen Dank, bist du da gewesen. Wenn wir überhaupt, was frage ich jetzt für ein Zeichen? Ein Podcast ist ja nicht, wenn wir zu Hause kommen. Es wird, wenn man es ganz neudeutsch will sagen, wird es dropped. Was wird? Dropped. Also. Der Podcast dropped. Was heisst Kate Abe, sozusagen. Ja. Ja. Eben am Freitag in einer Woche, würde ich sagen. 31. März, ja. Mhm. Ja. Wie kann man jetzt das sich zu Gemüte führen? das erzähle ich dir nachher alles noch. Schau mal, du lachst nicht Weihnachtszauber. Ihr müsst mir unbedingt sagen, wie ich jetzt zu dem komme. Weißt das machen wir. Ich weiss es wirklich nicht. Vielen Dank. Danke dir. Christoph auch. Christoph, und, danke vielmals. Euch alles Liebe. Pleasure. Bis bald. Und sorry, mit. tun wir ihn halt noch verabschieden? Ja, können wir. Also nein, ich weiß nicht, ist das jetzt auch noch drauf gewesen, was wir jetzt babbelt haben? Ja, das können wir rausnehmen. Ja, ist auch nichts Geheimes. Nichts Geheimes. Super gesehen. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Thank you.